Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Wir haben in der letzten Folge ein geheimes Grab gemacht und haben auch verstanden, warum der Widdy so ein Spast ist, wie er ist. Soll ich nach oben springen oder? Ja, okay. Und versuchen jetzt halbwegs. Wir suchen natürlich immer noch in dieses Grab reinzukommen. Oder das Grab zu sehen. Und die Forschungsbasis zu betreten. Als Sturmjägerin. Aber versuchen, wie gesagt, erstmal primär so hier rüber zu kommen. Hoffentlich geht es gut. Klar, wir sind Lara Croft so. Klar läuft das alles. Den Sprung will ich nicht wagen. Ich glaube nicht, dass das so weit springen kann. Auch wenn sie, wie gesagt, manchmal so unmenschliche Sprünge machen kann, aber manchmal eben. Warte. Moment, er ist noch da? Doch jetzt. Ich wollte gerade sagen. Ich finde, das ist einfach im Wasser. Ja gut, soll ich hier weiter oder? Oh, nee. Ist da oben was? Nö, auch nicht. Ja gut. Ich soll sogar hier runter. Ich habe gedacht, ich soll weiter nach oben klettern, aber anscheinend nicht. So, immer noch nachts. Nachts ist natürlich meine Lieblingszeit. Ein paar Leute zu ermorden. Da habe ich immer am wenigsten Skrupel. So, also auf geht's. Wo sind die Gegner? Wo sind die denn? Oder ist es hier immer nur die ganze Zeit Kletterpassagen? Muss auch mal langsam wieder Action kommen. Seit Alex tot. Ist keine Action mehr gekommen. Weil hier schon so komische Lampen sind. Dann verlange ich auch. Danke. Was mit Oni? Alles, was seinen Fuß da reinsetzt. Oh fuck. Hast du der OMS-Crew zugehört? Ja, die sagten ein paar Jungs, die zum Dagen rein und nie mehr rausgekommen. Die verarschen dich, Bruder. Die Bruder. Alle denken sich das aus. Glaub einfach nichts davon. Oh fuck, Alter, die Oni. Ich will den, ehrlich gesagt, wieder zu weit, ne? Ah, der hat ne. Wow. War das dieser Expertenschuss mit der Schrotflinte oder war das der jetzt nicht? Ich bin mir nicht sicher. Aber der war krass auf jeden Fall. Okay. Nee, das war einfach nur diese explosive Munition, oder? Habe ich die nicht upgegradet? Bin mir nicht mal sicher. Ich habe die so lange nicht mehr benutzt. Einen Schuss habe ich noch. Okay, cool. Mann, ich lasse es demnächst. Ich habe gedacht, okay, wenn die so aneinander stehen und so, kann ich die alle kaputt machen, weil wenn ich sonst nur einen Pfeil da reinschießen würde, würde ja der andere natürlich mich gleich sehen und dann müsste ich gegen einen kämpfen. Aber wenn ich gleich mit einer Granate beide ausschalte, würde das eigentlich der leichteste Weg sein, gar nicht zu kämpfen sozusagen, was ich eigentlich will, damit ich keinen Schaden bekommen kann, aber es klappt einfach nie, weil ich nicht schießen kann, weil dieser Winkel immer zu dumm ist, weil ich es nicht einschätzen kann. Okay. Naja. Vielleicht eines Tages. Eines Tages bestimmt, ich gebe nicht auf. Und vielleicht kommt bald sogar unser erster Kampf, wie gesagt, mit den Oni, wenn die da drin sind. Wie uns ja gerade berichtet wurde. Auch wenn die das nicht glauben wollen. Obwohl die eigentlich alles glauben mit diesem komischen. Mit diesem komischen Glauben. Oder an diesen Glauben. Glauben sie ja auch. Und daran glauben wir nicht, aber. Ich glaube jetzt schon, dass da Oni drin sind. Also ich glaube, das denen. Das ist aber auch das einzige, was ich glaube. Ich hab. Ey, wenn das wieder. Wenn du das schaffst, ne? Ja, gut. Versuche ich nächstes Mal auch mal diese Distanz zu überbrücken und ich kann dir garantieren, dass ich das nicht schaffen werde, Lara. Aber naja. Okay, und das ist ein bisschen komisch. Weil wir eigentlich runterfallen würden, ne? Aber okay. Okay, komisch. Komische Kerze wieder hier. Und immer noch so Bunker hier. Tolle Forschungsbasis, das ist eine Militärbasis, Mann. Kannst du mir nichts erzählen. Wie geht's hier?
Geht's hier zurück oder so? Kein Plan. Einfach nur Balkon. Okay, entdecken Sie das alte Grab. Jetzt bin ich schon in der Forschungsbasis drin oder was? Jo. Dankeschön, Spiel. Soll ich mich fallen lassen oder soll ich einfach zurückspringen? Ich glaube, fallen lassen. So. Gut, dass ich noch E gedrückt habe. So, okay. Nutzlose Geocache für 5 EP. Alles überschwemmt hier. Aber, zack. So, gibt's hier was? Nö. Also, außer, ob wir da lang laufen können. Aber da vorne sehe ich doch schon eine Reliquie. Da. Ach komm. Kommen wir aber noch nicht hin, okay. Dadurch. Oder? Können wir da irgendwas... Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Können wir da was kaputt schießen? Oder irgendwas? Oder wie... Ach. Ach, vielleicht kommen wir dadurch irgendwie dahin. Und wenn nicht, dann nicht. Okay. Aua, das wollte ich nicht mal. So viele Leichen. Leise jetzt. Die Oni sind hier. Und sollen sie uns etwa finden? Sei ruhig und halte nach dem Mädchen Ausschau. Die wissen schon, dass wir hier sind, auf jeden Fall. Da, keine Ahnung. Okay. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Aber sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber der nicht... Der beschwert sich noch. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Was für ein Stern, Alter? Derselbe Soldat. Und wieder erwähnt er die Oni. Sind das vielleicht die Dinger, die ich im Kloster gesehen habe? Ja, aber irgendwie, die gehen immer hin und her zwischen diesem Grab, also der Forschungsbasis, wo wir gerade sind, und dem Kloster. Und irgendwas mit einem Stern. Wow. Oder... Na, Kumpel? Alles cool? Fall nicht rein. Okay. So geht's noch. So kann ich doch ausplündern. Okay. Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht soll das so ein Solari-Dude sein. Oder einfach so ein Forscher, keine Ahnung. So, Fähigkeitspunkt immer noch nicht, aber vielleicht können wir hier was upgraden. Durchdringende Pfeile, ne, sind nicht so geil. Schalldämpfer auch nicht so geil. Halt auf. Was ist hier, was gibt's hier so? Okay, größeres Magazin. Besserer Schaden. Besseres Magazin, ne? So, zack. Besserer Schaden hätten wir uns auch fast kaufen können, aber wir haben wieder 36 zu wenig. Boah, ich kann Mathe, ey, geil. Okay, wenn wir hier durchgehen, ist es da eine Abkürzung? Kommen wir dann... Ey, ich wollte da noch gar nicht reinklettern, aber okay.
So, ich wollte erstmal gucken, was hier so ist. Ach, da soll ich hin. Okay. Gibt's da sonst noch was? War das jetzt nur wegen diesem Proviant-Ding? Ich habe gedacht, das wäre der richtige Weg, aber es war der falsche und ich will ja den falschen zuerst gehen. Aber ich weiß nicht, ob es da jetzt noch was gibt, kann umsonst sein oder auch nicht, aber naja. Mal gucken, ne? So, da. Was denn? Irgendwas mit... Ah! Nimm die doch! Ja, was denn? So, dankeschön. So. Naja. Hat sich... fast gelohnt, ne? Geht. Okay, bin ich gespannt auf den ersten Kampf mit den Oni, ey. Das kann man so... Oh Gott. Ja, was? Aktivierst? Ich drück die ganze Zeit eh. Dankeschön. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Okay, wow. Was machst du denn? Okay, bloß kein Lärm, ne? Soll ja keiner wissen, dass wir da sind. Okay, ich steck fest oder so. Der Aufzug steckt fest. Okay, wenn wir runtergehen, kommen wir nicht dadurch. Ich muss irgendwie da durchkommen. Okay. Warum steckt er denn fest? Ist hier irgendwas komisch. Oh, also. Ah, okay. Einfach nur. Wow, krasses Rätsel. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug hier mit mehr Wucht nach unten befördern. Draufspringen. Irgendwas draufziehen. Irgendwas. Wie komme ich jetzt weiter? Ja. Okay, wo bin ich? Okay. Wo komme ich hier hin? Pistole, aber... Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. Unbekannt. Geheimnisvolle Befehle. War noch eine andere Person oder Gruppe an dieser Insel interessiert? Ich habe jetzt keine Zeit, diese Frage zu klären. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Und die wollen irgendwas sabotieren. Lang nicht mehr gesehen, mein Freund. Oh, falsch. So lang, dass ich nicht mehr weiß, wie man... Wehe, du... Dankeschön. Auf mich drauf. Siehst du, so sollten das die Entwickler immer machen. Okay, streck erstmal da drauf. Pedal jetzt wieder hoch. Ja. Mir was bringt mir nichts. Von da komme ich nicht. Komm ich von da? Ich muss die anderen Teile lockern. Wie? Ja, was? Soll ich die auch so aufstemmen? So komisch oder soll ich hier erstmal weiter hoch? Ich weiß gar. Ich muss mal gucken, ne? Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das ist schon, was die Entwickler wollen. Halbwegs. Naja. Okay. Ja, gut. Soweit, so gut, ne? Bevor es weitergeht und wir das Rätsel hoffentlich wirklich lösen. Wie gesagt, alles blind. Wird nicht mehr so schnell durchrushend wie davor. Aber... Wie gesagt, bevor wir das lösen und so... Ich muss nur noch 3 lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Du kannst gut zählen. Mache ich hier einen Schnitt, damit Lara auch nicht mal dazwischen labert, drücke ich auf Pause. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal dann. Also bis zum nächsten Mal. Bam.